Ja, Fritz Pleitgen, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem Sender bin. Dann ist das prima. Hier werden jetzt Feuerwerkskörper abgebrannt. Ein vorgezogenes Silvester findet jetzt statt. Ich gehe mal etwas näher an die Kamera hin. Es hat zwar aufgehört zu regnen, aber die Leute halten weiterhin die Regenschirme hoch. Sie können den jetzt einspannen, es regnet nicht mehr. Fritz Breitgen hat das gerade gesagt. Eigentlich wird das Tor ja für die Westberliner und die Westdeutschen erst am 24. Dezember um 0 Uhr aufgemacht. Aber inzwischen kann man hier feststellen, laufen die Leute frisch vom Fröhlich frei, auch von der Westberliner Seite nach Ostberlin hinüber. Die Organe, wie sie sich früher nannten, nämlich die Volkspolizei und die Grenzpolizisten, nehmen das hier überhaupt nicht mehr genau. Hier wird einfach rübermarschiert, ohne dass irgendjemand davon Notiz nimmt. Jetzt sehen Sie ein ungeheures Winken um mich herum. Die Zählkarte ist wirklich nur noch ein Symbol. Das heißt, diese Stadt ist mit dem heutigen Tage und für die Leute, muss man hinzufügen, ist dieses Brandenburger Tor das Symbol. Diese Stadt ist an diesem Tage wirklich eine Stadt. Walter Momba hat es vorhin gesagt, Berlin, jetzt freue dich. Wir haben eine ganze Reihe von Leuten noch hier herum. Wer ist denn aus Ost-Berlin? Wo kommen Sie denn her? Aus Gransee, Margaretenhof. Warum gerade heute zum Brandenburger Tor? Ich wollte dabei sein, einmal mit dabei sein, wie die Veränderung hier passiert. Was ist denn das für eine Veränderung mit dem Tor jetzt? Ich sage, vorher war doch die Grenze jetzt für Sie ja auch schon offen. Aber warum gerade heute das Tor? Das ist was Besonderes. Das war schon immer zu und keiner durfte einen Schritt ran machen. Und heute? Ach nein. Herrlich. Herrlich. Besuchen Sie Verwandte hier oder Freunde in West-Berlin? Nein, wir haben hier niemanden. Nur mal gucken und dabei sein. Und was machen Sie jetzt? Gucken. Nur gucken und mal sagen, ich war da. Und wie ist bei Ihnen? Dasselbe. Sie gehören zusammen. Ja. Wie alt waren Sie denn, als das Brandenburger Tor zugemacht wurde? 5. Nicht mehr. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Zu dieser Zeit. Aber es ist ein Ereignis, da muss man einfach dabei sein. Da lässt man alles stehen und liegen. Wie haben Sie denn in den zurückliegenden Jahren auf dieses Brandenburger Tor, als es zugemauert war, geschaut? Ängsten. Welche Ängste? Die Ängste der Trennung. Die Trennung. Haben Sie sich in der Vergangenheit, als die Stadt geteilt war, gefühlt als ein eigener Stadtteil oder haben Sie immer dieses zusammengesehen, diese beiden Teile? Aus meiner Sicht, ich habe immer alles zusammen gesehen. Zusammen nur durch die Mauer getrennt gewesen. Sprache, das bleibt sich doch gleich. Die Ostberliner Berliner noch ein bisschen besser als die Westberliner, stimmt das? Ja. Aber ansonsten sind wir doch alles eins, wir sprechen die gleiche Sprache. Nur ich muss jetzt mal gleich abgeben. Herr Werner Sonne hat jetzt den Bundeskanzler. Mein Gott! Sie haben es gerade noch einmal gesehen, dieses Transparent. Wir sind nicht der Nabel der Welt, aber so fühlt man sich im Augenblick. Und man hat auch allen Grund zu, wenigstens zu dieser Stunde. Der Bundeskanzler befindet sich offensichtlich auf dem Rückweg. Wir haben vorhin einige Bilder von ihm gesehen. Er ist weiter dicht umdrängt, aber wir können Ihnen sagen, er scheint wohlauf zu sein. Er ist begleitet von Walter Momper. Hier inzwischen hat sich ein friedlicher Zug formiert auf der anderen Seite und bewegt sich Richtung unter den Linden.
Das sind die Westberliner und die Bundesbürger, die nun